Mahlzeit Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Supermarkt Simulator. Wir haben Puderzucker, Eier, E-Cups, nicht richtig gesehen. Okay, wir haben auch nicht so viel Geld, ne? Wir müssen gucken, dass wir hier klarkommen. Wir haben neue Produkte. Wir hatten beim letzten Mal so einen kleinen Zwischenfall. Die Hütte war knackend voll. Wir haben hier eine Erweiterung im Laden. Hier hinten ist sehr, sehr viel Platz. Ich glaube, das wird großartig. Wir müssen als allererste Rechnung zahlen, bevor wir irgendwas anderes machen. So, okay. Ich würde erstmal Preise anpassen, oder? So, was waren das gewesen hier? Sind hier irgendwo Pfeile da? Müsli wird teurer. Das ist schon mal geil. Teurer ist immer schöner. Warte mal, Müsli stand da. So. 6,80 Euro. Oder 6,80 Dollar. So. Okay, dann hatten wir. Vier Sachen waren das. Das habe ich gesehen. Öl wird teurer. Auch geil. 6,51. So, dann Puderzucker wird günstiger. 3, nee, 4,06 Dollar. So. Okay, und eine Sache noch, weil waren 4. Da, Eier werden günstiger. Okay. Eier, tut Eier, 3,69. Gut. Ja, da müssen wir bestellen. Brauchen wir nochmal Öl? Nee, warte mal, Öl lassen wir mal. Wir haben nämlich ja nicht so viel Kohle. Wir lassen mal das mit dem Mehl. Das lassen wir auch mal. Das lassen wir. Du, ganz ehrlich. Würde immer Reis bestellen? Na, vielleicht auch zweimal Reis bestellen? Immer Susu? Zweimal Kaffee. Und das wart schon bald. Oder? Ja, machen wir mal so. Wir machen mal hier einen Sparkurs heute. Aber guck mal, es sind trotzdem übelst viel an Kosten. So viel bleibt da ja nicht hängen. Also die paar Kartons, die waren ultra teuer. So, egal. Da kriegen wir alles hin. So, wir packen das mal schnell in die Regale und dann legen wir schon los. Der Laden muss auf. Wir brauchen Kohle. Wir haben eine teure Erweiterung. Dementsprechend müssen wir sehen, dass wir klarkommen. Ich hätte gerne diese komische neue Milch. Das ist nämlich das Einzige, was noch fehlt aus der neuen Lizenz. Der Rest ist eigentlich alles am Start. Vorrätig und so, dass wir gut verkaufen können. So. Okay, also ich habe ganz stark die Hoffnung, dass wir mit den Produkten, die wir hier noch auf Lager haben, in den Regalen, heute beim Verkauf nicht leer laufen. So hoffe ich jedenfalls. Was wir noch machen können, wenn vielleicht zu mir Lampen. Zwei Lampen. Ja. Wegen der Erweiterung und so. Wir nehmen die packen wir mal aus, dann drehen wir die ein bisschen und schmeißen die da an die Decke und machen das damit genauso. Okay, dann hätten wir das schon mal ausgeleuchtet. Ey, mit dieser neuen Rasterdinger kann man das viel, viel geiler bauen. Gut, auf die Hütte und kommt rein, Leute. Heute werden wir auch nicht gestört von irgendwelchen Gewittern oder Regenfällen oder sowas, was am Fenster klopft. Das ist hier frei im Raum stehen, nicht so geil, ne? Aber wir werden das jetzt nicht umräumen, wir werden das nach und nach anpassen, sodass die Sache funktioniert. Ja, so dachte ich mir das. Sag mal, hat sich das hier nochmal geändert? Nee. Ist okay so, oder? Ja. Gut, na dann gucken wir mal. So kommet, meine Kunden, so kommet. Aber da war keiner unglücklich beim letzten Mal, weil er ultra lange gestanden hat, bis er mal abkassiert wurde. Da sind sie echt sehr, sehr geduldig, die Kunden, ne? Kommen Sie rein, junge Frau. Nehmen Sie, was Sie wollen. Wir haben alles da. Zwar nicht alles mega viel, aber für Sie wird es reichen. Ja? Wer zuerst kommt, mal zuerst. Ey, aber die Getränkekühlschränke sind ein bisschen cool. Wie, das war's schon? Mehr brauchst du nicht? Nimm, kauf doch mehr, Mädchen. So, einen schönen Tag wünsche ich noch. Jawohl, da kommen Sie rein. Sie kommen. Sehr, sehr schön. Wie, der hat doch schon alles? Na, das sieht aber nicht gut aus. Ihr müsst mehr kaufen, Leute. Viel, viel mehr kaufen, bitte. So. Der Köhler. Köhler.
1536. Jawohl. Tschüss, schönen Tag noch. So. Da bin ich mal gespannt, wie viel Kohle. Ey, wir haben neue Level. Krass. Level 15. Bin mal gespannt, wie viel Kohle hier heute bei rumkommt. Aber ich habe auch Befürchtung, dass wir das Geld, was wir heute verdienen, komplett in den Wiederaufbau der Warenbestände stecken müssen. Könnte interessant werden. Auf jeden Fall. So. Da ist er, der Nächste. Na, alles gefunden, alles zur Zufriedenheit. Sehr schön. Bitte Karte, gerne. 40, 75 bitte. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. So, mit Karte klar. 12, 64. So, du, das sieht gut aus. Anscheinend haben sie alles gefunden. Sehr schön. Immer zu quatschen, die Typen. Passend, cool, tschüss. Mr. Atom. Wie ist heute die Dichte? Ha? Ja. Auf jeden Fall kommt Kohle rein, das ist schon mal schön. Aber ich war sehr erstaunt beim letzten Mal, wie die neuen Produkte abgegangen sind, ne? Wie die Saftikofter, wie die Bekloppten. Mega schön. So. Feinste Weste. Schöner Zwirn, mein Herr. So. 38, 46. Was hat er? Na, haben wir nicht. Kannst du nicht finden, weil ist nicht da. Es sei denn... Möbel. Bleib locker. Produkte. So, bevor ihr wieder einer meckert. Oh, hier stehen ja schon zwei an. Würde ich mal schnell die Milch hier reinräumen. Ist nur provisorisch, keine Sorge. Wir müssen das eh noch umsortieren nachher, später. Aber dass wir erstmal überhaupt was da haben. So, auspreisen. Oh, Alter, was ist da drin? Das ist ja teuer wie... Sag mal. So, 20 Cent drüber. Geil. So, wir haben die neue Milch im Sortiment, Mädels und Jungs. Ich bin da, kann losgehen. Haben sie alt gefunden? Vielen Dank, dass sie gewartet haben. Sehr, sehr aufmerksam. So, schönen Tag noch. Ey, Mr. Atom ist aber da, ne? Ein bisschen Saft, wa? Hm? So. Na dann, haust du rein. Alles klar. Gute Frau mit der Karte, kein Problem. 32, 87 bitte. Danke, schönen Tag noch. Ey, die steht da hinten, mecker nicht. Alle da. Und den Kofen, die wie verrückt, soweit ich weiß. Also, wenn ich mich recht dran erinnere, ist diese komische Milch weggegangen wie sonst was. Passend. Tschüss. Danke. So, 2301. Jawohl. So, 2477. Wird gleich schon wieder dunkel, ne? Boah. 5,93. So, und das. Und passend. Jawohl. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Haust rein. So, zweimal Salz. Passend. Tschüss. Guck mal, die kauft hier gleich die Milch weg. Zack. Passend. Geil. Tschüss. Na dann mal ran. Weiter. Kommen Sie rein. Sehr schön. Zack. Und passend. Geil. Der Herr im Anzug. Immer Käse, immer Kaffee. Der Kaffeekäse. Schmeckt das? Na dann, lassen Sie schmecken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wir brauchen mehr Kunden. Wir haben ja kaum Kohle gemacht. Ich meine, wir haben auch ordentlich was ausgegeben. So ein neues Regal gekauft und so. Aber ja, die neue Lizenz. Warte mal, wie teuer waren die? 33,80. Zweimal Mehl, 7,52. Gut. Na, ob man den Tausender noch voll machen heute? Ich glaube nicht, wa? Quatsch. So.
Das glaube ich nicht. Aber mit dem Licht ist cool. Also mit dem Raster, so ein schönes Upgrade. Oh, ich weiß noch, den Laden, den ich vorher hatte, da war das immer so krumm und schief und so, hab so halbwegs versucht, und irgendwie gerade zu bauen, hat nie geklappt, aber jetzt ist es schön. So, das ist so teuer, okay, krass. So, der kauft doch ordentlich Milch weg hier. Na dann, schönen Tag noch. So, 27, 77, bitte, danke, tschüss. Na, Mädchen, alles gefunden? Sehr schön. So. Da ist noch eine, wollte doch sagen. Kommt da noch jemand? Kommt da? Ja, siehst du. Kommen Sie rein, junger Mann. Wir haben noch offen, kein Problem. Immer rein. Ist nicht sehr ertragreich, der Tag, muss ich sagen. Ja, schwierig. Aber wir müssen hier noch erstmal Warenbestände aufstocken, auf jeden Fall. Oh, jetzt, hallo, jetzt kommen sie aber nochmal rein hier, die Jungs. Achso, hier, du willst so. Bitte doch, gerne, kein Problem. So, mit der Karte, na, sehr gerne. 23, 29. Schönen Abend noch. Na, 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 man sieht kaum, wo die rumwurschteln. Er ist der Letzte, oder? Noch einer kommt dann bestimmt nicht. Zwei hier noch, da ist er. Versteckt hat er sich. Banause. Kommen Sie ran, junger Mann. Jawohl. So, mit der Karte. 33, 10. Sehr gerne, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. So, und die Karte. 37, 20. Einen schönen Abend noch, der Herr. Alle raus, ich mach dicht. Ist vorbei jetzt hier. Eieiei. Ja. Aus. So, wir haben auch kaum noch Restbestände. Ein bisschen Türkenkohle haben wir noch. So, das war's denn schon. Und dann kloppen wir das Licht aus. Zack. Abschluss. Tag 20. Na, siehst du. Wir haben so ein bisschen Geld gemacht. Nicht gefunden? Ja, zwei Produkte. Was? Haben wir. Ach so, da waren die Milch. Ah, ja. Zu teuer, okay. Okay, Spaghetti, Basmati und Wasserflaschen. Alles wird billiger. Das ist aber nicht cool. Spaghetti 5,50. Basmati 5,73. Eieiei. Und Waterflasche 2,64. So, Preise sind angepasst. Wir müssen Miete zahlen und Strom und so. Die Rechnungen gehen fast ein Hunderter mittlerweile. Alter Schwede. Gut, wir müssen bestellen, würde ich sagen. Produkte haben wir alle, oder? Wir haben alles im Sortiment. Jetzt müssen wir nur aufstocken. Also jetzt müssen wir erstmal wieder die Befüllung der Regale vornehmen. Wenn wir das nach da packen und das nach da packen, dann brauchen wir auf jeden Fall zweimal Öl. Einmal Öl. Zweimal Mehl. Wenn wir das da hochpacken, zweimal Mehl. Und einmal das und zweimal das. So, dann brauchen wir Käse und Eier. Wollen wir mal bestellen? Mal gucken, wie wir hier finanziell. Teuer das. So, die nächste Reihe. Wir brauchen Müsli nicht, aber einmal Brot. Dann einmal das, einmal das. Milch und Wasser. Wenn wir das da hochpacken, machen wir zweimal Nudeln und das kriegen wir auch verteilt. Zweimal Spaghetti. So, wie sieht's aus finanziell? Das wird dünn. Zeig dir, wie es ist. So. Kaffee braucht man nicht. Tee braucht man nicht. Einmal Susu. Basmati reicht noch. Immer Apfel, immer Orange. Und der Rest ist okay. Könnte reichen. Sind ja noch 3,50 € über. Sehr schön. Heißt, wir sortieren ein und machen uns mit dem Tag die Taschen wieder ein bisschen voll, dass wir weiter ausbauen können. So. Okay. Spaghetti, 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 Spaghetti. Die Regale sind halt leider nicht richtig voll, aber so, dass nichts leer läuft, ist schon mal richtig wichtig. Mehl. Und noch mehr Mehl. Oh, ich hab voll Bock, dass wir einen Riesenladen haben, Leute. Geil.
wenn wir dann Kassierer haben, dann können wir wirklich die Warenbestände auffüllen in der Zeit, wo die kassieren und so. Wäre schon ein bisschen cool. Ob das so klappt, weiß ich halt jetzt noch nicht. Ist das hier Sojamilch oder was ist das? Wisst ihr das, Ena? Nudeln. Pasta, Pasta. Pasta, Pasta. Dann haben wir hier Apfelsaft. Apple Juice. Okay. Also Apfelsaft geht gut, ne? Geht wirklich gut. So, so. So, 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 so. Das Ding ist bei der nächsten Lizenz, da stand irgendwas von Müsli und sowas. Also wir müssen dann wieder doll umräumen auf jeden Fall. So. Öl. Das saufen die wie verrückt. Völlig unklar. So, das ist Orange. Orangensaft. Sehr schön. So, blaues Mehl. Das haben wir auch. Subi. So. Ach so, ey Leute, nebenbei, ich nehme die Folgen alle nach und nach auf. Also ist jetzt nicht, dass ich immer 1, 2, 3, 4 Tage warte mit dem Aufnehmen oder so. Wenn, ey, das hätte ich schon viel früher sagen müssen, tut mir leid. Aber wenn ihr kommentartechnisch irgendwelche Hinweise habt, da kann ich dann erst später drauf eingehen, weil aus Gründen, ja. Seht's mir bitte nach. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, wenn hier ein Update kommt, dass der Spielstand Schrott ist, dass dann hier nichts mehr geht irgendwie. Also. Ja, wahrscheinlich auch Quatsch, aber ne, ihr wisst ja, wie manchmal so läuft. Käse, 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 Käse. Cool, bleibt nichts über. Haben wir gut eingekauft. Waterflaschen. Sehr schön. Also bis auf diese grüne Öl dürfte eigentlich bald nichts überbleiben. So, Erdnuss Butter. Fand ich damals als kleiner Bengel auch immer geil. Mittlerweile ist so, naja. Also ist jetzt nicht eklig, aber ist jetzt auch nicht das Beste von der Welt. Also mit Erdnussbutter weiß ich nicht. Ob man mich damit jetzt noch vorgelockt kriegt, kann ich nicht sagen. So, wir machen die Hütte auf und wir gucken, dass wir an Kohle rankommen. Wir brauchen Geld. Geld, 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 Geld. Gib mir Geld. Warte mal, die nächste Lizenz, was kostet? Die war teuer, ne? Lizenz, die nächste 550, immer noch, Gott sei Dank. Kuchen, Kuchen, ein Regal. Süßigkeiten, Schokoriegel, ein Regal. Müsli, Eierjoghurt, stimmt. Könnte schwierig werden. Bis wohin Wagen, warte mal, Mozzarella, Parmesan hatte ich, Thunfisch hatte ich, das hatte ich, Puderzucker, ja, Pommes, ja, Käse, Wasser, Eier, Macaroni, ja, brauner Zucker, ja, grüner Tee, ja, Lachs, Sushi, ja, Crumbsticks, scharfe Soße, Schokoladeneis, Ketchup, Mayonnaise, Alter, gibt da echt viel krasse Sachen, guck mal, 3500. Bier. Jo, das hatte ich auch noch. Kartoffelpüree, Pfeffer, Reis, Sandwichbrot. Ich glaube, das war. Ja, bis hier. Ich glaube, bis hier wegen mal kommen. Lizenzen technisch. Geschirrspültabs, Reiniger. Aber das kommt doch hier oben, oder? Da, klar. Also, ne? Ja. Das. Eieiei. Die Frau kauft ein. Guck dich das an. So mag ich das. So kommt Kohle in die Tasche. Sehr schön. Wir ehren uns bald wieder, junge Dame. Gefällt mir. Passend. Sehr schön. So, mit der Karte. 21,55. So, 6,39. Bitte gerne. Auf Wiedersehen. So, die Dame. 2,89. Zack. Na bitte, läuft doch. Also wenn die alle so einkaufen, dann bin ich zufrieden. Naja, ist okay. Passend. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht gut. Gut, gut, Knut. Sag mal, warum ist es hier so dunkel drinne?
Oder täuscht es? Also ich habe das Gefühl, es ist ein sehr bedrückendes Licht hier heute in dem Laden. Warum auch immer. So, einmal Puderzucker mit der Karte, kein Problem. 4,06 €. 4,06 €, 4 €. €, ja! Was meint denn dir? So nämlich. So, 4,64 €. Suppi. Wie gesagt, wir brauchen Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Wir müssen eigentlich alle Kunden glücklich stimmen. Ich frage mich nur, ob die sich da hinten durchquetschen. Ja, die latschen echt durch. Okay, wir Kunden in echt halt. Was willst du machen? So, na dann. 2x T soll es sein. Gerne doch. 13, 12. Und tschüss. Irgendwas war zu teuer, ne? Irgendwelche Soda, Wasser, Dingsbums, irgendwas? Habe ich da was verpennt? Nee. So, mit der Karte. 48, 69. Bis zum nächsten Mal. Die Dame. Öl, Kaffee und so ein bisschen Mehl und Reis. Mit der Karte. 47, 78. So, beehren Sie uns mal wieder. Vielen Dank für Ihren Einkauf. Haben Sie die App? Ha? Haben Sie? Haben Sie? Haben Sie nicht? Gut, bin ich. Ey, Mr. Atom, was geht? So, komm her. Passend. Geiler Typ. Bis zum nächsten Mal. Haus da rein. Mal kicken, ob der heute nochmal kommt. Die Dame. Guten Tag. So, mit der Karte. Klar. 38, 46. Schönen Tag noch. Also finanziell sieht ja nicht so schlecht aus. Die neue Lizenz war 550. Wir müssen kicken. Ich würde vielleicht jetzt sehr, sehr gerne vorher wieder die Möbel holen und dann erst die Lizenz und dann die Produkte. So, passend. Danke, tschüss. Oder was haltet ihr davon? Wäre ja nicht so doll doof. So, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wie gesagt, wir brauchen, glaube ich, 2 Regale und einen Kühlschrank. So. Dum, 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 dum. Und auf Wiedersehen. Die Dame. Hallo. Haben Sie alle gefunden? Ja, das ist doch wunderbar. Einen schönen Tag noch. Der Herr. Cola und Kaffee. Ah, guck mal. Feinschmecker. 41,70 bitte. Danke. Auf Wiedersehen. So. Bisschen Licht und Dunkel. Wunderbar. Das Ding ist, wir haben halt mittlerweile sehr viel Ladennebenkosten, ne? Strom und Miete und so. Umso größer wir die Bude ausbauen, umso höher steigt die Miete und Strom und so ist halt mit Lampen und Kühlschränke und so auch nicht gerade ohne. Also wir haben jetzt schon jeden Tag quasi Fixkosten von, naja, knapp 100 €. Die müssen rinkommen auf jeden Fall. Aber Leute, alles ohne Kredit. Und wir waren noch nicht einmal im Minus. Wir waren nicht pleite. War alles bis jetzt okay, oder? So, 1,86 €. So. Ein bisschen Brot, ein bisschen trinken. 29,46 €. Auf Wiedersehen. Ja, das Müsli ist geil, wa? Ja, ich merke schon, da habt ihr alle übel Bock drauf. So, wenn ihr Glück habt, ihr bald mehr davon im Sortiment. Ich kümmere mich. Ich bin bereit für neue Sachen. Ihr müsst aber mehr kaufen. Wir haben Tausender voll, das ist schon mal schön. Sehr, sehr schön sogar. So, die Dame. Och, schöne Band voll gepackt. Alles gefunden, alles zufrieden. Sehr schön. Na dann, schönen Abend noch. So, der Herr. Jawohl, mit der Karte, kein Problem. 22,28. So soll es sein. Schönen guten Tag. Ja, passend. Oh, danke. Schönen Abend noch. Einmal Mehl. Na klar, komm schnell mit der Karte. 6. Was ist das hier? 98. So. Haust du rein. Die Dame. So. Hier wird gebacken mit Mehl und Wasser. Passend. Cool.
Mr. Atom kommt heute aber nicht mehr, oder? Nee, oh, guck mal, ich hab letztes Mal gesagt, da war keiner, der gerne mit Zucker nascht. Da ist einer. Aber das ist der Einzige, oder? Alle anderen sind ja auch voll hart Fitnessstudio-Absolventen. Er ist der Einzige, der stabil ist. So, 3,92. Und einen schönen Abend, der Herr. Da war der Rock kaputt. Habt ihr gesehen? Da konntest du vor die Arschbacke sehen. Das ist ja ein Ding. So, 47 Cent. Schönen Abend noch. Wo ist er hin? Frau Arschbacke? Frau Arschbacke? Da ist sie. Junge Dame, da wir hier unter uns sind, ihr Rock hat ein Loch beim Bücken. Müssen Sie aufpassen, ja? Nicht, dass da die Naht weiter aufgeht. Ich würde nur sagen, ich hab's nicht zufällig gesehen. Schönen Abend noch. Bis zum nächsten Mal. Das war die letzte aus der Reihe heute, oder? Ich würde sagen, wir machen... Oh, guck mal, wir können ja selber hier durchlaufen. So, wir machen die Hütte dicht. Hier kommt nochmal Öl ins Regal. Cool. So, zu. Und Licht aus. Wir haben auch nichts weiter zum Wegstapeln, ne? Alles weg. Sehr schön. Wir machen Tagesabschluss. Wir gucken nach. Wir haben 37 zufriedene Kunden. Ehre. Und alle haben alles gefunden. Läuft. So, Müsli wird billiger, Salz wird billiger, Olivenöl wird teurer. Olivenöl, Salz und Müsli. Oh. Sehr gerne. Salz und Müsli. So. 2,24 und Müsli war da. 5,84. Naja, ist okay. So, wir zahlen erstmal Miete und Rechnung. So, wir haben noch 1100. Wir würden, also am besten wäre wirklich, wenn wir jetzt erstmal die Warenbestände voll machen. Ich glaube, einmal Öl, das ist noch okay. Einmal diese Milch, wenn wir das da hochpacken, ist da frei. Also zweimal Mehl. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Einmal Mehl. Immer Käse, immer Eier. Dann zweimal Müsli. Zweimal Brot. Einmal Salz, einmal das. Und ich würde sagen, wir bezahlen das mal schnell. Das wird nämlich der Stapel auf der Tür viel zu hoch. Und dann kippt das irgendwann um. Und dann sind wir irgendwann nicht mehr in der Lage, das vernünftig wegzuräumen. Einmal Milch, einmal Wasser. Diese Nudeln verpacken wir darüber, dann ist das frei. Und zweimal davon, dann ist hier voll. Basmati machen wir darüber. Zweimal, ja. Susu lassen wir. Wir brauchen einmal Tee und zweimal Kaffee. Saft, Saft. Einmal Wasser, einmal Cola und das reicht. Okay. So, wir machen eine nächste Bestellung. Hauen das da durch. Jawohl. Okay, was hatte ich gesagt? Lizenzen. Kuchen. Das ist ein Regal. Und Süßigkeiten, Schokoriegel, noch ein Regal. Also wir brauchen zwei Regale. Okay, warte. Möbel, Regale, zwei. Sind wir bei 400? Wir kaufen erstmal die Regale. Also hatte ich ja gesagt, erstmal die Möbel und dann, wenn alles soweit steht, dann holen wir die Produkte dazu, ne? Klingt ja halbwegs vernünftig. Jetzt ist die Frage, wollen wir das hier schon so hinstellen? Ja. Natürlich passt das nicht. Was denn? So. So. Ey, wieso passt das nicht? Na komm schon, habt ihr mal nicht so. So. Na genau so will ich das. Perfekt. Haben wir hier eine schöne Regalzeile. Zwei schöne Produkte. Jawohl. So, wir sortieren ein. Wir haben hier Köhler.
Oh. So, okay. Und dann lagern wir das da ein. Wird wahrscheinlich generell bei den Getränken immer ein bisschen was überbleiben. Aber ich sage euch ganz ehrlich, dieses Lager. Da werdet ihr da in den Kommentaren wahrscheinlich schon geschrieben haben: Kaufen Lager, kaufen Lager, kaufen Lager. Nee, wozu denn? Brauchen wir ja nicht. Also brauchen wir halt wirklich nicht. Bis jetzt hatten wir keinen Bedarf an so einem Lager. Weil ein Lager kostet doch Geld. Ne, ist halt nicht geschenkt und mega umständlich. Du musst halt alles ins Lager reinräumen und dann vom Lager kann er dann halt in den Laden rein. Aber du kannst es doch direkt in den Laden reinräumen. Ist doch viel geiler. Irgendwann ist ein Lager cool, aber da musst du halt übel den Überblick behalten. Und ich finde, du verlierst dann auch schnell den Bezug zum Laden selber, wenn du nur noch in den Regalen im Lager rumfuchtelst und nicht mehr selbst in den Regalen im Laden. Das ist ein bisschen schwierig. Deswegen, ich sage euch ganz ehrlich, ich bin jetzt nicht unbedingt der Freund von so einem Lager. Deswegen haben wir auch noch keins und ist auch nicht so richtig wichtig. Könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass es in den Kommentaren kommt und gewünscht wird: Mensch, hol doch ein Lager. Oh, ne, brauchen wir nicht. Also seht ihr ja, geht ja wirklich ohne. Gerade zum Anfang kann man sich das Geld halt wirklich dafür sparen. Das einzige Ding ist, wenn man denn mit dem Lager anfängt später, dann wird es schwierig, weil da brauchst du halt mit einmal sehr, sehr viel Lagerkapazität, um alle Waren, die du im Laden hast, unterzubringen. Und dann wird es chaotisch. So, ein bisschen Käse in die Regalfächer. Und das ist voll, das ist schön. Gott sei Dank passt da noch hin. So, Orange. Geht ohne alles weg, das habe ich mir fast gedacht. Schmeißen wir einfach daneben. So, dann haben wir hier Apple. Na toll, will auch nicht alle. Super. Ach. Ein bisschen Öl, ein bisschen Öl, ein bisschen Öl. Ist das schön. Nein, das wird auch nicht alle. Da müssen wir aber auch hier hinten lagern. Ich glaube, wenn wir jetzt da hinten ohne anfangen mit Kartons entpacken, dann wird es schwierig. So, Wasserflaschen werden auf jeden Fall nicht alle. Aber doch, ganz genau. Voll geil. Oh, hätte ich jetzt nicht gedacht. Tee, Tee, Kaffee zum Tee. So, Bückware wieder aufgefüllt. Sehr schön. Was haben wir hier? Milch. Die gute Milch. Gott sei Dank. Oh. Haben wir hier zugebombt hier die Fenster? Okay. Ich weiß nicht, das ist doch. Was ist das hier für ein Zeug? Surfer. Ja, was auch immer. Auf jeden Fall muss es nicht gekühlt werden. Das ist sehr fragwürdig. Da haben wir das Zeug schon. Jetzt guck. Naja. Auf jeden Fall wird die Jüte gekauft. Ist ultra teuer. Ich weiß ja nicht, ob wir da so eine hohe Gewinnmarge dran haben. Aber ja. Okay. Der Basmati Rice. So. Ein bisschen Müsli soll das sein. Dip, 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 dip. Voll. Gut. Dann haben wir hier nochmal eine Runde Reis. Das passt genau da unten rein. Und ich glaube immer noch, das war eine sehr, sehr gute Entscheidung, dass wir die Produkte so doll aufgestreckt haben auf den Regalen. Dann haben wir nämlich immer ordentlich auf Vorrat. Und dann braucht keiner kommen: habe ich nicht gefunden, weil es halt eigentlich immer alle da. Zack und zack. Nudeln. Nudeln nehmen wie warme Semmeln. Zack. Okay. Da. Haben wir gleich geschafft. Gleich sind wir durch mit Einräumen, Leute. Dann könnten wir mal schauen. Wie sieht es denn finanziell aus? Nicht gut. Nicht gut. Eier. Eier. Was haben wir hier? Blaues Mehl. Cool. So, es ist erfolgreich eingeräumt, Freunde.
Neue Regale sind am Start. Mal gucken, wie wir die hier vollgefummelt kriegen. Auf jeden Fall heute nicht mehr und an diesem Tag auch nicht mehr. Wie gesagt, hier, na, wir müssten umsortieren. Wir müssen mal gucken, wie wir das dann am besten anstellen, wenn wir wirklich neue Lizenzen holen, weil da kommt ein bisschen was zusammen. Ja. Entweder holen wir. Warte mal, was haben wir hier? Was steht denn hier? Da ist Brot. Ha, Brot können wir jetzt zu der Milch mit hinstellen, theoretisch noch. Was wäre denn hier mit bei? Also Kuchen, Kuchen. Süßigkeiten, Schokolade. Das sind schon mal zwei Regale voll, nur mit Süßkram. Dann hätten wir noch einmal Müsli. Da würde ich dann das Brot für umziehen lassen. Und Joghurt. Brauchen wir noch einen Kühlschrank. Okay. Naja. Da schauen wir mal, ob wir da beim nächsten Mal was hinbekommen. Da würde ich dann diesen Verkaufstag starten. Heute nicht mehr, für heute ist genug. Und dann schauen wir mal weiter. Da haben wir noch mal ein bisschen was auf Halde. Kriegen wir hin, ne? Also die Planung ist im Gange. Wir kriegen die Hütte größer. Nach und nach. Das wird ein richtiger Supermarkt. Ich freue mich. Also vom Tante-Emma-Laden hier zum Discounter. Super Edel-Discounter, sag ich mal. Ja. Und wie gesagt, wir brauchen noch Farbe. Fußboden würde ich vielleicht noch mal ein bisschen ändern. Vielleicht brauchen wir hier noch ein, zwei Lampen oder auch nicht. Mal sehen. Aber alles nach und nach. Ich sage bis hierhin vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Macht keinen Quatsch. Und René hauen.